Das Brot wird nicht gegessen. Die Leute essen das Brot nicht. Die sind sich zu schön, das Brot zu essen. Das ist denen zu trocken. Das heißt, die wollen so ein Marmeladenbrot. Hallo und herzlich willkommen in dieser wunderschönen Zombie-Nacht hier in Colony Survival. Da kommt schon wieder einer um die Ecke. Ich bin hier in unserem schönsten Schlafsaal. Der ist zwar nicht besonders groß, aber wir haben hier Gold in den Wänden. Das sieht total cool aus. Ich glaube, das eine ist Gold und beim anderen habe ich noch keine Ahnung, was das ist. Also das müssen wir noch rausfinden. Ich bin jetzt noch nicht so wirklich am Ressourcenabbauen hier, weil wir das Zeug halt noch nicht brauchen unbedingt. Also ich denke, wir werden das überhaupt erst relativ spät im Game brauchen. Das heißt, wir sind hier ein bisschen früh, aber wir brauchen was anderes ganz unten an der Map. Und deswegen habe ich das Ganze hier schon mal so ein bisschen aufgebaut. Da steht oben eben eine Wache drin im Schlafsaal. Hier steht eine genau mittig, also wenn ich das richtig abgepasst habe, auf diesem langen Weg, damit dann nicht tagsüber noch Zombies eintrudeln in den Schlafsälen, während die Nachtwachen schon schlafen. Das wäre nicht so gut. Das soll das verhindern, deswegen steht da eine Wache mittendrin. Hier steht auch wieder eine Wache in dem unteren Schlafsaal. Und hier unten haben wir einen Miner. Der soll hier eigentlich Stein abbauen. Das brauchen wir ganz dringend, um unsere Burgen zu bauen. Und wahrscheinlich brauchen wir mehr von denen als einen. Aber momentan habe ich mal einen hingestellt und wie es aussieht, entweder schläft er ganz oben, das wäre uncool, weil dann kommt er wahrscheinlich an einem Tag kaum hier runter. Oder, was eigentlich jetzt wahrscheinlicher klingt, für mich, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert mit den Betten. Früher war es mal so, dass der Kollege sich einfach nach waagerechter Luftlinie das nächste Bett gesucht hat. Das heißt, wenn hier ein Bett an der Oberfläche genau über ihm stand, dann ist er wieder hochgelaufen an die Oberfläche. Auch wenn hier ein Bett zum Beispiel hier stand. Weil er hat dann gedacht, das oben ist ja näher dran, weil das ist nur ein Block versetzt oder das ist genau auf meinem Block. Aber er muss halt erst hochlaufen. Das haben die damals noch nicht begriffen, die NPCs hier. Ich hoffe, dass das verbessert wurde, dass die Wegfindung ein bisschen verbessert wurde. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Dann kann es durchaus sein, dass unser Miner da unten hier auf der Oberfläche schläft. Jetzt haben wir jemanden verloren. Okay, jetzt müssen wir echt gucken, was da los ist. Hier ist nichts los. Da steht die Wache noch. Hier nicht mehr, oder? Ich glaube, hier haben wir eine Wache verloren. Vermute ich jetzt mal. Weil hier liegt auch so ein Zombie. Okay, wir müssen wieder ein bisschen mithelfen. Das ist schon wieder ziemlich kritisch. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überrannt werden. Die Zombie-Action ist wieder ziemlich crazy, diese Nacht. Also ich bin immer noch dabei, Leute zu verlieren regelmäßig. Aber ich glaube, das sollten wir diese Folge vielleicht hinbekommen, dass das nicht mehr passiert. Aber es werden halt auch immer mehr Zombies, ihr seht das. Also das wird schon schwierig. Boah, sind das viele. Und die sind so schnell. Ich weiß nicht, warum die so schnell sind. Die haben irgendwelche Booster-Tränke getrunken. So. Ja, da kommt eine ganze Herde. Also das sind schon echt viele. Okay. Nee. Der wollte mich. Okay. Ja, die Sonne geht langsam auf. Es müsste dann wieder ein bisschen entspannter werden, hoffentlich. Oh je. Aber wir sind auf jeden Fall schon ganz gut dabei. Wir haben jetzt fast alle Arbeitsplätze besetzt. Kann gut sein, dass einer hier gestorben ist, weil halt noch nicht alle Wachen besetzt waren. Und eine Wache dann überfordert war. Ich denke, das wird es gewesen sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo der gestorben ist. Wenn er hier gestorben ist, da waren ja sogar zwei Wachen, ne? Also das hätte eigentlich funktionieren müssen. Eieiei. Die kommen hier halt überall noch. Also, unsere Aufgabe für heute ist auf jeden Fall, dass wir es schaffen, die Gegend so ein bisschen sicherer zu machen. Wir wollen nicht, dass hier irgendwelche Zombies nachts eintrudeln und dann noch unsere Leute killen. Und ich will mir nicht mehr den Stress geben, die dann selbst zu beschützen. Das ist nämlich echt aufwendig. Ihr habt gesehen, da hinten, hinter mir kommt noch ein Zombie hoch. Das heißt, da müssen wir wieder hin zurück. Aber jetzt müssen wir erstmal diese Situation hier checken. Und den da wegmachen. Und dann ist es hier, glaube ich, ein Berry Farmer ist gestorben. Da vorne. Okay. Es scheint jetzt aber so zu sein, dass ein Zombie nur einen Kolonisten töten kann und dann despawnen. Nee, der hat einen getötet und war immer noch da, ne? Also manchmal sterben die in dem Moment, wo sie einen Kolonisten töten.
Das ist dann ganz gut, weil dann können sie nicht mehr töten. Weil wenn die in so einen Schlafsaal reinkommen oder so, dann fressen die halt wie ein Fuchs im Hühnerstall alle Leute auf. Und das ist überhaupt nicht gut. Also, das ist schon ziemlich kritisch hier. Wir haben jetzt auch noch unten in den Minen die Situation, dass da alles komplett durcheinander ist. Und die Zombies da möglicherweise irgendwann einfallen. Auch weil wir nur einzelne Wachen stehen haben. Und die können theoretisch von den bösen Boss-Zombies überrannt werden. Also das ist alles noch nicht perfekt, was wir hier haben. Wir müssen da dringend noch upgraden. Aber für einen Moment sieht es jetzt gerade mal wieder safe aus. Okay. Ja. Wir haben jetzt 1900 Punkte. Das heißt, wir gehen mal in die Colony Point Sache hier rein, in diesen Tab. Und schalten so ein paar Sachen frei. Und zwar eigentlich nur eine Sache, weil wir haben zu wenige Punkte. Ich habe hier schon die Kolonistenkapazität hochgedreht. Das habe ich jetzt 2 Punkte reingesteckt, dass wir überhaupt so viele Kolonisten hier haben können. Und jetzt schalten wir die Banner Safe Zone auf 35 Blöcke frei. So, jetzt haben wir nämlich ein bisschen mehr Space. Und den brauchte ich einfach für den inneren Ring, weil sonst macht das gar keinen Sinn, hier einen Ring zu bauen. Weil wir müssen uns ja auch irgendwie versorgen. Ich denke, damit können wir jetzt ein bisschen was anfangen zumindest. Das heißt, ich muss jetzt mal eine ganz fette Mauer hier bauen. So eine Art chinesische Mauer. Hier drauf können die nicht spawnen, die können nur auf dem Block hier spawnen. Das heißt, wenn ich hier eine Mauer baue, dann dürfte rechts von uns kein Zombie mehr unterwegs sein, wenn die Mauer irgendwann mal dicht ist. Und das ist der Plan. Und dann können wir eine gescheite Abwehr bauen und unsere Wachen gescheit positionieren und dann hoffentlich auch weniger Leute verlieren. So der Plan. Ja, das werde ich dann machen. Da kümmere ich mich drum. Wir gucken jetzt nochmal fix, wie es mit dem Food und so aussieht. Wir haben jetzt einiges an Food am Start. Das funktioniert ganz gut mit dem Brotbacken. Natürlich brauchen wir für das Brot, was übrigens nicht gegessen wird, das habe ich auch irgendwie letzte Episode noch nicht so ganz verstanden. Das Brot wird nicht gegessen. Die Leute essen das Brot nicht. Die sind sich zu schön, das Brot zu essen. Das ist denen zu trocken. Das heißt, die wollen so ein Marmeladenbrot. Die nehmen sich so ein paar Berries, 4 Berries, und packen die auf das Brot und dann ist es so ein Bread Meal und dann können sie es essen. Das heißt, der Broteffekt ist nicht ganz so groß für uns. Wir brauchen immer noch Beeren, um so ein Brot zu herzustellen, so ein essbares Brot. Also wir brauchen 3 Brot und 4 Beeren, um eine Mahlzeit herzustellen. Das ist natürlich ultra teuer und ultra aufwendig, aber wenn wir uns das angucken, dann sehen wir auch immer... Nee, sehen wir gar nicht, ne? Moment, wir sehen das woanders. Ich glaube, wo sehen wir das denn? Irgendwo hat man das gesehen und zwar sieht man vielleicht in Science, nee, in Colony Points. Man sieht bei der Mahlzeit, was die bringt und da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wo man das sieht. Genau, hier sieht man das. Colony Points when eaten 20. Also es gibt alle möglichen Mahlzeiten, zum Beispiel eben diese Berry Meals. Die bringen 10 Punkte, wenn sie gegessen werden. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Kolonist isst, und die essen, glaube ich, einmal am Tag und normalerweise morgens, wenn das Essen da ist, sonst müssen sie halt später essen, wenn das Essen irgendwann kommt. Ich weiß nicht, ob die verhungern. Bis jetzt sind sie mir noch nicht verhungert, zum Glück. Jedes Mal, wenn ein Kolonist sowas isst, bekommen wir 10 Punkte und können dann irgendwann wieder was upgraden. Und das ist natürlich nicht viel. Die Bread Meals sind besser, da gibt es dann jedes Mal 20 Punkte. Aber im Prinzip bringen die alle das Gleiche, die ernähren alle unsere Kolonisten und die essen immer gleich viel von dem Zeug. Okay, jetzt haben wir irgendwie genug Wasser gerade. Wir hatten immer zu wenig, jetzt haben wir gerade genug. Das sieht gut aus. Also wir haben jetzt 2 Wasserleute und die machen das eigentlich ganz gut, das funktioniert. Wir können mal fix noch wieder ein paar Leute einstellen. Recruitment. Bam, bam. Jetzt haben wir tatsächlich alle Jobs hier besetzt. Super gut. Das ist ein First, glaube ich. Ich glaube, wir hatten das schon mal ganz kurz, ne? Bis wieder der Erste gestorben ist. Ja, also auf jeden Fall funktioniert das jetzt mit dem Essen ganz gut. Wir haben genug Mehl, wir haben genug Weizen. Ich glaube, Mehl wird langsam ein bisschen weniger. Da müssen wir gucken. Brauchen wir wahrscheinlich noch so einen Grindstone. Und die Leute sind einigermaßen versorgt. Da sind noch ganz viele leere Eimer. Go, mach die mal voll. Ich weiß nicht, warum die so einen Haken haben. Normalerweise haben die nur so einen Haken, wenn sie fertig sind und nichts mehr zu tun haben. Bei den Wasserleuten ist das irgendwie anders. Was ist mit dir? Du brauchst Firewood. Wir haben zu wenig Firewood. Okay. Entweder erhöhe ich da die Priorität oder der stellt Munition her. Okay, wir stellen noch so eine Workbench hin. Langsam wird es halt doch aufwendig hier. Was sind denn die Workbenches?
sehe keine Workbench. Dann stellen wir einfach noch eine her. So. Stellt mal Firewood her. Aber wir brauchen langsam so viel von den Sachen. Das wird so ein bisschen unübersichtlich gerade. Na gut. Ich kümmere mich jetzt mal um unsere erste Ringmauer. Das ist ja eigentlich die erste, weil hier oben haben wir nur so eine kleine, so eine kleine Schutzmauer oder sowas gebaut. Jetzt kommt dann die erste Ringmauer und innerhalb von dieser Mauer sollten sich unsere Kolonisten dann bewegen können, ohne gefressen zu werden, so der Plan. Also ich hoffe, das kriegen wir so hin. So, mal gucken, wie wir das mit den Minen machen, weil die Minen, die sind ja trotzdem noch ein Problem. Vielleicht geht es ja auch in die Tiefe. Vielleicht sind es ja auch 35 Blöcke in die Tiefe. Aber ich glaube, die Zombies spawnen schon ziemlich weit unten erst, ne? Ich glaube, es sind mehr als die 35 Blöcke. Also ich glaube, das hängt nicht zusammen. Das müssen wir noch rausfinden, ob diese 35 Blöcke Radius auch für die Tiefe gelten oder nur hier im Waagerechten praktisch. Oh nein, die Zombies brechen durch. Die haben meine ganzen Wachen getötet. Wir haben, glaube ich, 3 Wachen schon verloren diese Nacht. Die beiden hier sind, die sollten sich eigentlich gegenseitig decken. Die standen direkt nebeneinander fast. Wohl einer stand hier und der andere stand da drüben auf der Kiste. Aber das hätte normalerweise gereicht, dass sie sich decken können. Ich glaube, die wurden von so grünen Mega-Zombies überrannt. Stirb! Oh oh, ich weiß gar nicht, ob ich die alle schaffe. Da kommt ja noch ein grüner. Wir haben auf jeden Fall ein Problem, weil auf der anderen Seite sind hier genauso viele Zombies und da steht auch nur noch eine Wache und jetzt kommen unsere Leute schon raus. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir kanalisieren die jetzt natürlich alle hier in diese Ecken. Das heißt, hier kommen jetzt super viele auf einmal. Da ist schon wieder einer durchgebrochen. Wir haben schon wieder einen Slinger verloren. Das war bestimmt drüben. Stirb. Geh weg. Wie sieht's hier aus? Ja, ich glaube, der hier ist auch gestorben. Da ist ein Grüner. Ja, der ist jetzt umgefallen. Der hat jemanden getötet und dann ist er auch umgekippt. Okay, hinter mir soll es safe sein, weil da ist ja die Mauer. Hier ist noch einer. Oh, das ist allerhöchste Zeit, dass wir diese Mauer hier endlich bauen. Ich höre hier links von mir boxt einer. Ah, der hat, glaube ich, nur den Baum gefällt. Puh. In der nächsten Nacht müssen wir alles fertig haben. Ganz wichtig. Ich krieg den nicht. Okay, er ist tot. Da unten ist auch einer. Oh nein. Das ist der Grüne. Komm zu mir. Du willst mich. Hol mich. Okay, der ist down. Wir haben schon wieder einen Bärenfarmer verloren. Das ist gerade echt mies. Da kommt nämlich noch einer hier. Dadurch, dass wir die jetzt so kanalisiert haben, haben die sich so ein bisschen versammelt und dadurch hatten wir dann Probleme, die zu killen. Deswegen wurde es noch schwieriger, als es eh schon war. Für unsere Wachen. Oh, das ist echt brutal. So, haben wir jetzt alle erwischt. Hier ist niemand? Ich glaube, wir sind langsam safe. Also ihr seht's, es ist schon Mittag. Und so lange brauche ich immer, um die Gegend zu sichern. Erst mittags bin ich mir sicher, dass die Gegend safe ist und dann kann ich wieder irgendwas machen. Das heißt, wir müssen dringend die Mauer hochziehen, weil ansonsten komme ich überhaupt nicht weiter. Ich bin nur am Zombies killen und auf die Leute aufpassen. Ihr seht hier unsere chinesische Mauer. Na gut, ganz so lang ist sie jetzt auch noch nicht. Aber die ist schon ganz ordentlich. So, ich denke, wir machen die einmal komplett außenrum, machen nur einen Eingang. Wir dürfen die nicht komplett schließen. Wenn wir die komplett schließen, dann starten wir den Siege-Mode. Und dann wird das Ganze nicht besser. Das heißt, wir machen das so, dass wir auf der anderen Seite den Eingang lassen. Und den werden wir dann gegen Zombies ordentlich verstärken. Und da stellen wir dann auch unsere Wachen auf. So, hier gehen schon wieder die Steine aus. Ich glaube, ja, die Steine werden nicht reichen. Wir brauchen mehr Steine, um die Mauer zu bauen. Vielleicht sollte ich sparsamer bauen, ne? Nicht so hoch. Also so hoch müssen wir mindestens. Nur 2 hoch, dass die Zombies da nicht hochkommen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Mega-Zombies gibt, die dann auch 2 Blöcke hochkommen. Bis jetzt habe ich noch keine gesehen, sagen wir mal so.
So, die Ringmauer steht. Wir rekrutieren jetzt nochmal ordentlich. Und dann schauen wir, was passiert. Da kommt schon der erste Zombie. Ich hoffe, da kommen jetzt gleich ein paar Wachen, die uns hier helfen. Wir machen den mal weg. Okay. Da kommt eine Wache. Was sind denn? Nee. Den hier brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Wir können jetzt ein paar Wachen dann entfernen. Die Nacht ist schon wieder so schnell eingebrochen, dass ich noch nicht fertig war. Das heißt, wir sind jetzt aktuell die Wache. Okay, die erste Wache ist da. Jetzt schauen wir mal, wo hier noch Wachen rumstehen, die wir nicht brauchen. Also ich möchte auf jeden Fall eine Wache hier an der Fahne haben, falls hier doch ein Zombie durchbricht. Die hier brauchen wir nicht mehr, die können wir rausnehmen. Move. So, was war das denn? Das war komisch. Und die können wir rausnehmen. Move. Aber hier ist sowieso niemand, ne? Ich weiß gar nicht, wo die sind. Wir haben nicht genug Leute, ne? Okay, eine Wache kommt hier noch. Also, wir haben ja einige Leute verloren, aber dass es so viele sind? 9. Wir haben auch nichts mehr zu essen. Also wir müssen jetzt mit dem auskommen. Wir haben aktuell nur 2 Wachen. Okay. Da kommt ein dicker Grüner. Wir beobachten das jetzt einfach mal. Also die gesamte Ringmauer steht. Einmal außen rum. Ich hoffe, die hat keine Löcher. Wenn, dann wird uns das wahrscheinlich bald auffallen. Wir könnten jetzt einmal hier außen rumlaufen und unsere Ringmauer begutachten. Die Zombies versammeln sich jetzt halt alle an der Mauer. Das heißt, zum Morgen hin dürfte hier dann eine richtig fette Masse an Zombies eintrudeln, was uns dann natürlich irgendwann Probleme bereiten könnte. Wir haben auf jeden Fall genug Munition, über 1000 Schuss. Und bis jetzt sieht's gut aus, ne? Ich glaube, das hier war der böse Grüne. Ja, der hat dieses grüne Gewand angehabt. Oh, jetzt muss ich da erst wieder hoch. Den Zombie-Weg nehmen. So, also die müssen einmal hier außen rumlaufen. Das heißt, unsere Wachen haben dann so ein bisschen mehr Zeit, die zu zerlegen. Und dementsprechend brauchen wir dann auch weniger Wachen, um so eine Nacht zu schaffen. Wir hatten ja, glaube ich, jetzt 5 Wachen hier oben stehen, ne? 2 jeweils vor den Eingängen und eine drinnen. Und jetzt haben wir 2 Wachen hier stehen. Und die arbeiten schon deutlich besser als die 4 vorher zusammen. Die Wache drinnen lasse ich noch stehen, wie gesagt. Ich habe Angst, dass da vielleicht hier unten was passiert. Wenn da unten was passiert, ist es gut, wenn hier oben eine Wache steht und ein bisschen aufpasst. Da unten passiert nämlich, glaube ich, regelmäßig was. Da werden wir dann auch die Wachen upgraden müssen, wenn wir die Minen entsprechend betreiben wollen. Weil auch in den Minen spawnen die bösen Zombies und ein einzelner Slingshot-Kollege hier, der kriegt die nicht klein. Der muss einfach so oft schießen, der wird überrannt. Okay. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mal gucken. Vielleicht wird es noch spannend zum Morgen hin, aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass unsere Abwehr jetzt so ein bisschen besser steht. Und ich kann jetzt die Nacht über machen, was ich will. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das kann. Aber theoretisch, wenn wir dann noch 1-2 Wachen mehr stehen haben, dann fühle ich mich sicher. Und dann kann ich machen, was ich will, kann überall rumtigern. Da sitzen 3, da liegen 3 Miner und schlafen. Hier ist die Wache. Oder ich kann hier in den Minen rumlaufen und die Minen beschützen. Das kann ich natürlich auch machen. Auf jeden Fall muss ich dann nicht mehr oben die ganze Zeit rumrennen und auf die Leute aufpassen. Wir haben jetzt genug Wachen, die sich darum kümmern. Mal gucken, ob unten jetzt inzwischen so ein Miner im Bett liegt. Aber momentan wahrscheinlich eh nicht. Wir haben viel zu wenige Leute. Wir haben noch 4 Arbeitsplätze, die nicht belegt sind und besetzt sind und bearbeitet werden. Doch, hier liegt einer. Das Ganze scheint zu funktionieren. Also ich glaube, man braucht auch keine Mod mehr, die einem da irgendwie hilft mit der Wegfindung der NPCs. Die machen das jetzt schon ganz gut. Das ist der Typ, der hier die Steine farmt, die wir brauchen, um oben die Burg zu bauen und die Burgmauern und so. Also der ist ganz wichtig. Und super fleißig. Der braucht bestimmt bald Unterstützung. Wir haben nämlich viel zu wenig Stein, ne? Wir haben noch 50 plus die 7 hier. Also wir haben praktisch keinen Stein mehr. Das hat gerade so für die Mauer gereicht. So. Dann können wir jetzt wieder hochgucken und mal schauen. Es ist ja erst morgen, das heißt, es sind immer noch Zombies unterwegs. Dann schauen wir einfach mal, wie die Wachen gerade unterwegs sind da, wie die abschneiden. Aber das sieht echt gut aus. Also ich glaube, wir brauchen höchstens 3 Wachen. Und die sollten das dann alleine halten können. Das ist halt schon ein Riesen-Upgrade für uns. Okay, hier stehen jetzt eh viel zu viele. Aber da kommen auch ziemlich viele Zombies. Ich glaube,
Eine von den beiden hier ist die Tagwache. Die kann man nicht auseinanderhalten vom Sehen. Aber die Nachtwachen gehen gleich schlafen. Dann bleibt hier nur noch die Tagwache. Und die macht dann die Reste weg, die noch überlebt haben. Ich hoffe, dass eine Tagwache reicht. Mal gucken, ob das Konzept aufgeht. Das müssen wir halt jetzt alles so ein bisschen ausprobieren. Ob das so funktioniert. Aber das sieht eigentlich ganz... Ich weiß nicht, das sieht nicht so gut aus, ne? Ich glaube, da kommen morgens noch so viele, dass wir eine zweite Tagwache brauchen. Oh oh. Da sind noch zwei. Im Moment geht's, ne? Wir wissen halt nicht, wie viele da hinter der Mauer noch unterwegs sind. Da könnte ja noch die Hölle los sein. Mal gucken. Okay. Ja, ein bisschen was ist da schon noch los, ne? Da kommen noch drei. Auf der anderen Seite werden ja wahrscheinlich auch noch so um die drei kommen. Aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Sehr schön. Dann habe ich jetzt keine Angst, dass die Bärenfarmer gefressen werden. Die sollten jetzt safe sein. Wunderbar. Genau, die Nachtwachen sind jetzt alle im Bett. Da kommt, glaube ich, ein Grüner. Oder? Das sieht irgendwie komisch aus. Wir haben jetzt nur eine Tagwache. Ja, das ist ein Grüner. Wir lassen den mal machen und gucken, wie er abschneidet. So ganz fies. Wir müssen natürlich wissen, ob das ganze System funktioniert. Und das ist eigentlich jetzt ein guter Test, ne? Drei Zombies plus ein grüner Mega-Zombie. Da kann er halt jetzt nicht getroffen werden hinter der Wand. Aber solange können wir ja die anderen schon mal wegmachen. Der Grüne kommt. Und mal gucken, wie oft er jetzt schießen muss auf den Grünen. Eins. Boah, das wird nichts. Wir müssen ihm helfen. Das ist der dritte. Der muss ungefähr 6-mal schießen. Okay. Wir brauchen noch eine zweite Tagwache, denke ich. Das ist zu risky. Aber das war wohl der letzte Zombie, ne? Super cool. Wir haben auf jeden Fall ein Konzept, was ungefähr funktioniert. Wir holen uns jetzt noch eine Tagwache. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Slinger, Daytime. Bam. Wir haben dann 4 Nachtwachen und 2 Tagwachen. Und dann sollten wir auf jeden Fall auf der absolut sicheren Seite sein. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, dass wir in den Minen Probleme kriegen. Ansonsten sind wir jetzt vorerst safe. Super cool. Mega Upgrade. Unsere Ringmauer. Und jetzt können wir auch direkt nochmal wieder in den Colony Point reingucken. Die nächste Banner Safe Zone Expansion kostet dann schon 2700 Punkte. Das ist natürlich mega teuer. Was wir auch machen könnten, ist halt alles super wichtig. Point Efficiency. Okay. Dann bekommen wir mehr Punkte, nehme ich mal an. Ist jetzt nicht so wichtig eigentlich. Wir machen auch so ganz gut Progress. Mehr Kolonisten wäre natürlich wichtig. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt haben. Wir haben 33 von 50, also im Moment reicht's noch. Wir machen, glaube ich, einfach mal weiter, bis wir so Richtung 3000 gehen. Und wenn wir dann nichts dringend brauchen, dann erhöhe ich weiter die Kapazität. So, dass wir dann 4500 Punkte zwischenspeichern können. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Wir machen immer das, was wir gerade brauchen, weil das kann schon lange dauern, bis wir dann wieder die Punkte zusammen haben. Das ist gut, wenn wir so ein bisschen sparsam sind erstmal. Okay, jetzt gehen wir aber nochmal hier in den Banner-Tool und rekrutieren ordentlich. Bam! Okay, das war jetzt echt gut, oder? Oder auch nicht? War das nur einer? Ich glaube, wir haben nur einen rekrutiert. Das ist aber ziemlich lame. Wir haben immer noch 9 Stellen. Okay, sieht so aus, als müsste ich jetzt erstmal warten, bis wir ein bisschen Food wieder zusammen haben. Wir hatten ziemlich große Verluste. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Food einsammeln. Ich mache mal so ein bisschen weiter. Ich glaube, ich setze hier noch so ein paar Farmen. Haben wir genug Holz? Holz sieht gut aus, ne? 700 Holz. Das heißt, ein Forester reicht hier erstmal. Und den Rest des Platzes können wir direkt mal so ein bisschen anfangen auszunutzen für Nahrungsproduktion. Wir haben nämlich immer noch viel zu wenig Nahrung. Oh, so eine idyllische Nacht hier draußen. Vollmond und Zombies. Da vorne sind ein paar. Die meisten sind schon erlegt. Aber da hinten laufen überall welche am Horizont. Da vorne kommen welche um die Ecke. Also immer Action hier. Ich glaube, wir haben heute ganz gut was geschafft. Wir haben jetzt endlich die Ringmauer stehen. Wir haben ganz gute Nahrungsversorgung eigentlich. Ich habe nur unglaublich viele neue Arbeitsplätze geschaffen. Die müssen wir jetzt erstmal wieder besetzen. Und unter den Minen habe ich auch so ein bisschen optimiert, dass die Wachen so
etwas bessere Chancen haben, bessere Überlebenschancen. Also das sollte auch ein bisschen besser laufen. Die arbeiten super zusammen hier, die schießen, glaube ich, nicht doppelt auf einen Zombie. Ihr habt es gerade gesehen, da kamen zwei und die haben die parallel zerlegt. Die sprechen sich da gut ab. Das sind echt schlaue Jungs inzwischen. Da hat sich auch super viel getan allgemein. Die KI ist viel besser geworden, als sie anfangs war. Die schießen auch nicht mehr so daneben, wenn die Zombies irgendwie parallel zu ihnen laufen. Das funktioniert auch ganz gut. Also ich bin eigentlich ziemlich glücklich über meine Slinger Guards hier. Die machen einen echt guten Job. Und da geht schon langsam wieder die Sonne auf. Super schön. Es gibt natürlich immer noch super viel zu tun und ganz viel Neues. Ich sehe jedes Mal hier wieder neue Sachen zum Testen. Ich freue mich da schon drauf, die alle zu erforschen. Auch das Erforschen wird uns dann ganz viele von diesen Koloniepunkten kosten, von denen wir jetzt so knapp 3000 wieder haben. Aber ich glaube, die gehen jetzt gleich demnächst alle für die Forschung drauf. Also, da sollten wir immer welche aufsparen, weil das Forschen kostet richtig, richtig viele von diesen Punkten. Ich muss auch unbedingt das Limit anheben, sonst können wir bald nicht mehr forschen, weil die Sachen dann mehr als 3000 Punkte kosten. Also, das mit den Upgrades muss dann so ein bisschen warten. Wir haben ja jetzt noch 50, also wir haben noch 6 Slots frei für Kolonisten. Ich muss dann wahrscheinlich bald wieder upgraden und ich muss dann ein bisschen sparsamer mit unseren Kolonisten sein, weil sonst muss ich wieder upgraden. Und das ist schon ganz schön teuer, ne? Das kostet halt jetzt schon ordentlich, wenn wir weiter upgraden wollen. 75 Kolonisten kostet uns 2000 von diesen Colony Points und das dauert lange, bis wir die wieder zusammen haben. Also ich bin ein bisschen zu... Ich spam hier überall Leute hin. Überall Jobs, überall Arbeit, überall Berry Farmer und so. Das müssen wir ein bisschen optimieren. Aber das kriegen wir jetzt langsam hin. Wir kommen ja so ein bisschen tiefer in die Nahrungsversorgung rein. Und mit dem Brot, mit den Bread Meals und so funktioniert das dann schon so ein bisschen besser. Dann brauchen wir auch nicht so viele Beeren. Ich habe jetzt eine leichte Beerenüberproduktion, glaube ich. Obwohl, sieht gar nicht so aus, ne? Aber Brot wird, glaube ich, weniger. Also wir haben ein bisschen zu viele Beeren. Das ist aber auch eigentlich ganz gut, weil für viele der Forschungsprojekte brauchen wir nach wie vor so Berry Meals. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Es ist ja wieder Tag, ne? Das heißt, ich gehe wieder in mein Kolonistenbettchen und entspanne so ein bisschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Colony Survival zur Zombie-Action. Mal schauen, was wir dann so machen. Es gibt einiges, worum wir uns kümmern müssen. Also es gibt definitiv genug zu tun. Wir müssen auch mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen fischen und so. Unten am Fluss. Aber das ist ein Riesenprojekt. Wenn wir irgendwie am Fluss unten so einen Außenposten aufbauen wollen, dann könnte das ziemlich schwierig werden. Das müssen wir halt einfach ausprobieren, wie das funktioniert. Da hat sich auch einiges geändert. Es gibt ja jetzt auch so, ich weiß nicht, wie man das da nennt, Kolonien der Kolonie. Also wir können auch an anderen Orten uns wieder aufbauen und da dann wohl auch wieder eine neue Fahne setzen in den anderen Biomen. Da gibt es super viel zu testen, aber wir müssen auf jeden Fall mal die Wasserversorgung optimieren, weil diese Brunnen, die sind ziemlich ineffizient. Da brauchen wir sehr viele Leute für. Okay, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.